Diskussionsrunde. Ja, Lukas, das Modell ist ein, sagen wir mal, extrem interessantes. Mir ist dabei, sind zwei Dinge ins Auge gefallen. Das erste ist, es sind klar erkennbare Tendenzen aus dem Kommunismus dabei. Und das zweite ist, warte, haben wir das extra aufgeschrieben dazwischen, weil sonst vergesse ich das alles. Ab einem gewissen Alter kommt die Demenz. Und das zweite ist, es ist quasi eine Art Grundversorgung, die von der Gemeinschaft sichergestellt wird und dann mit Benefits, wer sich die halt leisten kann. Wie auch immer die zustande kommen. Jetzt wissen wir, dass aktuell in der Welt Tendenzen bestehen, Leute in eine Grundversorgung zu bekommen und gewisse Benefits bekommen sie nur unter bestimmten Voraussetzungen. Wie stehst du dann zu diesen Dingen? Na, das Thema ist das, es gibt keine Voraussetzung, um an Grundlebensmittel zu kommen. Das Einkommen bzw. das Vermögen der Leute spielt in dem Fall keine Rolle, weil es hat jeder Zugriff auf Grundversorgung. Jeder kann sich seine Lebensmittel leisten, seine Hygieneartikel. Egal wie niedrig das Einkommen ist, es spielt keine Rolle, weil jeder bekommt das, was er braucht. Wie steht es mit denen, die nichts beitragen zum Wert für die Gesellschaft? Sagen wir die Dauerarbeitslosen, die gar keine Arbeit annehmen wollen? Das ist ein guter Punkt, weil das gibt es nicht mehr. Der Gunther hat es ebenfalls vorhin angesprochen, das Thema Erwerbsarbeit soll es nach meinem Konzept nicht mehr geben. Ich glaube, ich habe es eh angesprochen, dass jegliche Arbeit entlohnt werden sollte, die man für sich selbst, für andere und für die Gesellschaft verrichtet. Das bedeutet, dass man für die Arbeit entlohnt wird, die man für sich selbst verrichtet. Das kann alles Mögliche sein, weil Arbeit, wenn man mal aus diesem Erwerbsarbeitdenken rauskommt, Arbeit, das kann wirklich alles Mögliche sein. Körperliche Arbeit, geistige Arbeit, es ist ein sehr weites Spektrum. Und Arbeitslose, die nichts beitragen, gibt es dann nicht mehr. Jeder trägt irgendwie etwas bei zur Gesellschaft. Auch zum Beispiel, wenn, ihr habt das Thema Hausarbeit angesprochen, ist es egal, ob man die Hausarbeit an jemanden anderen abgibt oder ob man sie selber macht. Man trägt durch die Abgaben an den Gemeinschaftsfonds trägt man sowieso etwas bei an die Gesellschaft, ganz egal auf welche Art und Weise. Und das ist das Grundkonzept, das meinem Konzept zugrunde liegt, genau. Die Grundlage quasi dafür. Beeinträchtigten, sprich behinderten Leuten, die irgendwie nur auf Hilfe angewiesen sind und nichts tun können? Gemeinschaft wirklich oder teilweise vielleicht? Da könnte man sich überlegen, generell entweder für Leute, die gar nicht arbeiten können oder auch für Kinder, für Kleinkinder, für Rentner, für die einen eigenen Fonds einzurichten. Damit die quasi vom Geld, das die Gemeinschaft besitzt, also das in den Gemeinschaftsfonds ist, profitiert. Weil auch die verrichten Arbeit, zum Beispiel Kleinkinder verrichten Arbeit, indem sie lernen, indem sie sprechen lernen, indem sie gehen lernen, in der Schule lernen, später dann. Also ganz egal, was auch immer. Und die werden dann quasi von den Eltern oder von den Erziehungsberechtigten wird für jede Arbeit, die sie errichten, verrichten, wie gesagt, da geht es nicht um Erwerbsarbeit, sondern Arbeit kann wirklich alles sein, Geld in deren Fonds eingezahlt und den können sie sich dann auszahlen lassen. Das gilt jetzt nicht nur für Kleinkinder, sondern eben auch für Rentner, für Frühpensionierte oder für Leute, die generell nicht arbeiten können. Ähm,
Vielen Dank für diesen sehr, sehr spannenden Vortrag. Ich habe eine Frage, und zwar, wie würdest du oder wodurch, anhand welcher Kriterien würdest du unterscheiden, ob jemand nicht arbeiten will oder nicht arbeiten kann? Naja, im Prinzip gibt es ja das dann nicht. Man kann nicht arbeiten wollen, weil man eigentlich durch alles, was man tut, arbeitet. Man kocht sich was, man arbeitet, man macht zu Hause den Haushalt, man arbeitet, man macht sich das Bett, man arbeitet, man putzt sich die Zähne, man arbeitet. Wenn es jetzt dann aber irgendwann einmal wird es dazu kommen, wenn die Grundversorgung gesichert ist mit den nötigsten Dingen, gibt es dann vielleicht mal zu viele, die eigentlich nur für sich selber zu Hause die Hausarbeit machen und dafür die Grundversorgung bekommen. Wie soll dann das System finanziert werden? Naja, fangen wir mal so an, wenn die Leute nichts mehr ausgeben müssten für ihre Grundversorgung, wenn für alles quasi schon gesorgt wäre, was machen dann die Leute? Sie machen das, was sie machen wollen in ihrem Leben. So, jeder wird mit bestimmten Fähigkeiten geboren, jeder wird mit bestimmten Talenten geboren. Zum Beispiel, keine Ahnung, ein Handwerker hat diese, jene Talente und das übt er dann aus. Im Prinzip kann jeder machen, was er will. Und jeder trägt so irgendwie einen Teil zur Gesellschaft bei. Was hier vollständig ausgeblendet wird, ist das Thema Macht und Gewalt, die Verfügungsgewalt über Ressourcen. Was mir fehlt und die Machtebene wird dann dorthin verlagert, wer bestimmen kann, welche Fonds in welcher Höhe für welchen Zweck dotiert werden. Im Prinzip kehren wir da in einen sehr, sehr starken, feudalen Verteilungskommunismus zurück. Ich habe mir ein bisschen die Oktoberrevolution angeschaut und man hat ab der neuen ökonomischen Politik begonnen, wieder Geld einzusetzen, wieder Konkurrenz einzusetzen. Und in den 30er Jahren der Hungersnot in der Ukraine sind die Leute in der Peripherie, in der Ukraine verhungert und nicht in der Metropole Leningrad oder Moskau. Weil die haben sich die Ressourcen gesichert und haben die Kleinbauern in der Ukraine so weit enteignet, dass sie nicht mehr Saatgut hatten. Es ist mir völlig unvorstellbar, wie diese Voodoo-Ökonomie funktionieren soll. Okay. Hätte dazu jemand was zu sagen? Vielleicht kann ich da eine kleine Anmerkung machen dazu. Also grundsätzlich zum Thema Macht und Herrschaft und Besitz. Du hast natürlich recht, wenn du sagst, die Besitzverhältnisse, die gesellschaftliche Ordnung letztlich darstellen, weil natürlich auf Besitz basiert die Macht, wer entscheidet über was, und das ist natürlich das aktuelle System, in dem wir leben, über das als Punkt viel zu sehr gesprochen wird, dass natürlich die besitzende Klasse, also jetzt um kommunistisch-marxistische Begriffe zu verwenden, dazu natürlich die besitzende Klasse sagt, was passiert.
Und deshalb alles andere, was wir erleben, ob das nun Parteien sind, die antreten, ob das in irgendeiner Form irgendwelche Gesellschaftsverträge sind, genau genommen, nichts anderes als eine Ablenkung von diesen Gewaltverhältnissen sind. Es kann zwischen einem Besitzenden, der die Arbeitskraft eines Sklaven ausbeutet, keinen Sozialvertrag geben. Das wird vielleicht jeder unterschreiben. Als Aussage vielleicht sogar sagen, ja, das stimmt. Wenn man aber sagt, ein Erwerbsarbeiter, der sich per Vertrag einer herrschenden Macht, nämlich der Verfügungsgemacht über seine Arbeitskraft, freiwillig unterwirft per Vertrag, das ist kein Sklave. Aber du kommst, wenn du das Geld dann als verbindende Sklavenkette nimmst, kommst du zum gleichen Ergebnis. Das heißt, es nennt sich auf dem Weg zu den Verhältnissen immer nur anders. Und jetzt könnte man natürlich sagen, wie änderst du die Besitzverhältnisse, was ein spannendes Thema wäre, wie man das machen könnte, aber was uns ja von der Thematik wegbringt, also was könnte man als alternatives, zukünftiges Modell sehen. Um vielleicht bei dem anzuhaken, was der Luki gesagt hatte, also alles ist Arbeit, ja in der Tat ist alles Arbeit, oder man müsste einen anderen Begriff nehmen, nämlich tätig sein. Der Mensch ist aus sich selbst heraus immer tätig, außer er ist eventuell sehr stark eingeschränkt. Also nimm mal ein Baby. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, die Existenzberechtigung, Nahrung, Wärme und so weiter eines Babys anzuzweifeln, außer er möchte sich als Unmensch outen. Komischerweise wird aber dem erwachsenen Menschen genau das nicht mehr zugesprochen. Also er ist ja kein Baby mehr. Ne? Ihr kennt ja diesen Ausspruch, er ist kein Baby mehr. Also kannst du auf dich selber aufpassen unter diesen Aspekten, die ich dir vorher, ohne mit der Wimper zu zucken, zugestehe und dann nicht mehr. Und dieses Missverständnis auf dem Weg dahin der Versorgung, ich glaube, dir geht es ja auch um diese Frage, dass nämlich alles Arbeit ist, also auch die Existenz ist ja letztlich eine Arbeit, du musst dich ja in irgendeiner Form fit halten, damit du existieren kannst, ist das. Jetzt hast du einzelne Menschen, die das nicht können, aus welchen Gründen auch immer, Babys, Menschen, die schwer krank sind und so weiter, aber alleine, dass sie da sind, weil ich einen Menschen vielleicht unglaublich lieb habe und mich um ihn kümmere, wenn er krank ist, arbeite ich dann oder pflege ich mein Hobby? Und das ist eine moralisch-ethische Frage, die mich eher wieder dazu zurückbringen würde, wo sind wir moralisch-ethisch in einer Gesellschaft, wo nur der Besitz das dominierende Element ist und wo moralisch-ethische Themen, wie das heute ja schon angesprochen worden ist, von Juan insbesondere, ja auch dann später noch vertieft, also eigentlich in jedem Vortrag hier das rauskommt, dass es auch um ethische Fragen geht, wie wir als Menschen sind. Ja? So, und dass ich jedem ein Einkommen zum Beispiel gebe oder mein Konzept, die Ökonomie des Schenkens, alleine, dass ihr hier seid, ist ja was wert. Ja? So, aber wie soll ich das jetzt berechnen? Wer bekommt denn was? Der junge Mensch bekommt weniger, weil er jung ist, und der Ältere bekommt mehr, weil er alt ist, und da drehe ich das um oder wie mache ich das? Und wenn ich dann den Bogen reinschlage und sage, nee, ich stehe dir bestimmte Grundsätzlichkeiten, die stehe ich dir einfach zu, sodass du die Möglichkeit hast, völlig egal, was du verdienst, dir das zu leisten, so verstehe ich dein Konzept, dann kommst du einer Gesellschaft näher, die moralisch, ethisch verantwortungsvoll handelt. Und meine persönliche Meinung ist, wir leben in einer Gesellschaft, die ethisch-moralisch komplett kaputt ist. Und zwar auch durch Ideologie bedingt. Das Problem ist, dass wir in einer globalen Ausbeutungsstruktur leben, auf der einen Seite, und dann eigentlich nur mehr Anteilseigner dieses Fonds sind, der auf Gemeinde- oder Bezirksebene das Geld verwaltet. Ich bin ein Anhänger von kommunitaristischen Ideen. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, wie kommt, egal wie man es nennt, analog Schilling, Euro, oder Social Credit Points digitaler Art, die Macht der Macht, die Kompetenz
Kompetenz, der Kompetenz ist die Stelle, die sagt, der Bezirk Favoriten kriegt 150 Millionen irgendwas und der Bezirk Beginn nach 100 und der Bezirk Floridsdorf so und so viel. Da diese Instanz ist die Instanz der Instanzen, die undemokratisch, feudalistisch mit die Ressourcen verteilt und die sicher mit militärischer Gewalt für irgendwen verteidigt wird. Da gibt es dann eine Ebene drüber, wo wir nicht mal mehr mit Pseudowahlen zum Europäischen Parlament irgendwas mitbestimmen, sondern wir sind die Sklaven der vorhandenen Struktur von irgendwelchen multinationalen Konzernen, von Weltbanken etc., die beurteilen, ja, Favoriten ist die 150 Millionen wert und nicht 180 und auch nicht 50. Weil die vorhandenen Strukturen müssen verteilt werden und nicht die zukünftigen. Und das Bankenprinzip funktioniert so, dass jede Investition ist ein Kredit, der auf Mehrwert orientiert ist, wo Geld die Institutionen, ob Menschen oder physische oder juristische Personen, die diese Ressourcen haben, diesen Kredit vergeben. Das werden wir einfach so nicht ausklinken können. Okay. Was sagen die Speaker dazu? Naja, gehen wir einfach mal davon aus, dass die kapitalistische Ordnung sich selbst zerstören würde. Dann im Prinzip ist dann alles auf Null zurückgeschraubt. Dann gibt es keine Verteilung, dann gibt es keine höheren Instanzen, die irgendwie entscheiden, wer jetzt welcher Bezirk jetzt wie viel bekommt, sondern dann haben wir die nach meinem Konzept jetzt die Bezirke als höchste Instanzen. Und die sind ja dann im Prinzip eigene Volkswirtschaften. Und das Geld, das sich dann in jedem Bezirk im Gemeinschaftsfonds befindet, ist ja im Prinzip das Resultat daraus, wie viel die einzelnen Menschen in den Gemeinden und Bezirken selbst, ich möchte nicht sagen erwirtschaften, aber selbst durch Arbeit oder durch Tätigkeiten schaffen, sagen wir es so. Ja, vielleicht von meiner Seite nochmal was dazu. Das, was du beschreibst, basiert ja auf der Erwartung, dass das System, so wie wir es kennen, auch die Konstruktion Staaten, so wie wir sie kennen, auch die hierarchische Ordnung in Staaten, also ganz oben eine Regierung, da kommen irgendwelche Verwalter und so weiter, die dir sagen, wie du zu leben hast, dass das so bleibt. Ich persönlich gehe davon aus, dass diese Epoche ihr Ende findet. Wobei ich das Zeitfenster so großzügig auslege, dass ich das nicht mehr erleben werde. Das hat aber nichtsdestotrotz etwas doch Charmantes, weil ich natürlich weit in die Zukunft hinein mir etwas anderes vorstellen kann, also völlig belastungsfrei. Und jeder von euch, der eines dieser modernen Endgeräte hat, dieser modernen Handys, weiß ja, was diese Technik alles kann und was die alles verwalten kann und so weiter und kann sich natürlich auch vorstellen, dass wir diese Verwalter gar nicht mehr brauchen, wenn die Technik sie ersetzt. Und das wird ein, so wie ich es sehe, auch ein unvermeidlicher Weg sein, dass diese Implodierung also innerhalb der Systeme dabei kommt, weil eins ist sicher, also den technischen Fortschritt, der uns alle antreibt, also auch die Machtstrukturen, an dem kommt keiner vorbei. Also nicht mal diejenigen, die die Macht über die Technik haben, weil das einfach im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung sich immer weiter nach vorne steigert, immer weiter. Wir hätten ganz easy
vor 200 Jahren mit der technischen Entwicklung Schluss machen können. Dann würden wir irgendwo am Fluss sitzen, würden ein bisschen ernten, ein paar Stunden am Tag, und wir würden uns das gut gehen lassen und würden vielleicht mit der Pferdedroschke durch die Gegend fahren. Also denkt bitte mal als Beispiel an die Amish People, die bewusst diesen Rückschritt, also diesen Nicht-Fortschritt oder wenn man so will, auch bewusst einen Schritt zurück machen. Das kann man gut oder schlecht finden. Ich will das überhaupt nicht bewerten, aber ich nehme es einfach zur Kenntnis, dass so ist. Ich nehme auch zur Kenntnis, dass es durchaus primitive Gesellschaften, so wie wir die nennen, weil wir ja angeblich zivilisiert sind, das ist auch noch ein Spezialthema, glaube ich auch nicht so dran, dass die irgendwie zum Beispiel keinen Begriff für Arbeit haben. Die wissen gar nicht, was Arbeit ist. Die wissen auch gar nicht, was es bedeutet, Eigentum zu haben im eigentlichen Sinne. Die haben kein Verständnis dafür, dass irgendjemandem ein Baum gehört. Das können sie sich gar nicht, das ist in deren Vorstellungskraft gar nicht ausgeprägt. Während bei uns natürlich alles materialisiert wird, du musst es haben, also ähnlich, dass du einen Menschen ja nicht einfach wertfrei begegnest, sondern bewertest ihn, weil du irgendwas von ihm haben willst, am besten Dollar oder Euro oder Yen oder Rubel oder ich habe keine Ahnung was. Also das gegenseitige Entfremden, also das mal als marxistischen Begriff auch aus der Produktion heraus, die Entfremdung des Menschen von seiner Tätigkeit bis zur totalen Sinnentleerung, die wir erleben, und natürlich erzwungenermaßen die Entfremdung der Menschen untereinander. Aber davon ist eben halt keiner frei, davon ist noch nicht mal die herrschende Klasse frei. Auch diese entfremden sich immer mehr voneinander, keine Sorge. Und das wird natürlich zwingend zu einem bestimmten Entwicklungsprozess führen. Ich persönlich versuche positiv in die Welt zu sehen, aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass das in Form von Revolutionen abgeht, die sich noch keiner vorstellen kann oder in anderen Bereichen. Aber das Zeitfenster sehe ich viel, viel größer. Und da bin ich dann wieder bei dem, was Luki vorgestellt hat als Konzept einer ganz anderen Gesellschaft, die ja auch auf ethischen Überlegungen basiert. Also, dass wir auf jeden Fall zu viel kleinteiligeren, kooperierenden Einheiten kommen werden, so möchte ich das mal bezeichnen. Ob die dann wirklich noch in der Stadt sind oder in der Metropole, das glaube ich selber nicht. Ich halte das eher auf ländlichen Strukturen für realisierbar. Und ich glaube auch, dass große Metropolen zerfallen werden. Aber das ist jetzt mal, also da gucke ich halt in die Glaskugel oder, ne, also da gucke ich rein und sage mir, nee, komm, das ist also Wien, das ist schön, merken wir es uns, aber es sind 100, 200 Jahren, spielt das hier keine Rolle mehr. Und diese Entwicklungsprozesse unaufhaltsam sind, aus unterschiedlichen Aspekten, ökologisch, ökonomisch herangetrieben, aber auch sozialpolitisch, das könnt ihr euch dann eben halt an den Küstenstädten jetzt ansehen, da gibt es ja auch Veränderungen, also meinetwegen Hochwasser, also Wasserstand, der kommt und bestimmte Regionen werden dann eben halt einfach überspült, das heißt, die Menschen müssen sich in Bewegung setzen, sie werden sich also zwangsweise woanders ansiedeln. Also das ist nicht aufhaltbar als Prozess, aber nicht unbedingt nur Natur, sondern da hängt alles Mögliche dran. Ich möchte nur ganz kurz noch auf das Thema der höchsten Einheit Bezirk zurückkommen. Und zwar, wir wissen aus der Geschichte, es hat sich entwickelt aus einzelnen Häusern, aus mehreren Häusern als Dorf, irgendwann einmal quasi die Kleinstadt, die Stadt starten. Und wenn ich jetzt das Thema Bezirk vergleichsweise nehme, dann sprechen wir wahrscheinlich von dem, was jetzt ungefähr ein politischer Bezirk ist. Ja. Wir hätten dann natürlich keine Länder mehr und wir hätten dann wahrscheinlich, was aber auch zwischen den Ländern natürlich passiert, nicht auch wiederum den Neid der Nachbarn auf den reicheren Bezirk, wie immer sich das dann auswirken könnte. Naja, das ist ein Thema. Vor allem einmal, wir haben dann keine Länder mehr, keine Staaten mehr. Weil im Prinzip ist ja jetzt das Gleiche. Muss ich die Staaten anschauen. Sind ja unterschiedlich reich. Der Staat ist reich als der Nachbarstaat. Im Prinzip ist es im Mikrokosmos, Makrokosmos, ist einfach ein kleineres Gebilde. Das sind einfach Dinge, die man sich dann anschauen muss. Aber was kann man machen? Im Prinzip ist es ganz einfach. Die Gesellschaft selber ist ja dafür verantwortlich,
wie viel Wohlstand oder wie viel Mittel den einzelnen Volkswirtschaften oder den Bezirken oder auch den Gemeinden zur Verfügung stehen. Natürlich, da entsteht wieder ein Wettbewerb, aber das ist ja genau das, was wir wollen, oder? In den Volkswirtschaften, das dann ein bisschen antreiben quasi, sich selbst aber den Wohlstand zu schaffen. Quasi sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und davon abhängig zu sein, was andere machen. Und dass man sich da ein bisschen gegenseitig anstoßt, gegenseitig antreibt, gegenseitig unterstützt. Ist das, was ich angesprochen habe vorher. Die Leute werden sich untereinander absprechen. Sie werden sich gegenseitig unterstützen. Sie werden ihr eigenes Wohlergehen in die eigene Hand nehmen. Und es liegt in der Hand der Menschen, nicht irgendwo in irgendwelchen Staatsmännern, Regierungen oder Verwaltungen. Im Prinzip liegt es in der Hand der Menschen selbst innerhalb der Gesellschaften. Das ist vielleicht eine kleine Ergänzung dazu. Man muss sich ja immer vor Augen halten, dass die Technologie aktuell unglaubliche Sprünge nach vorne macht und es ist mit Sicherheit nicht ausgeschlossen, dass bestimmte Grundsätzlichkeiten, also tatsächlich, wie ich das vorhin beschrieben habe, im Beispiel der Landwirtschaft, von also so wenig menschlicher Arbeitskraft noch geprägt sein werden, dass es praktisch vollautomatisiert läuft. Das heißt, du hast gar nicht mehr die Notwendigkeit, irgendwie diese für die Grundversorgung, das war ja vorhin auch das Thema, also überhaupt eine Arbeit zu machen. Das heißt, also normalerweise kein Versorgungsproblem, das ist ein Verteilungsproblem. Da sind wir bei dem, was vorhin gesagt worden ist, wem gehört dann eigentlich was? Und es ist natürlich so, solange wir eine Gesellschaft haben, das muss man natürlich auch grundsätzlich sehen, auch globales Problem, die mit dem Grundsätzlichen des Menschen spekuliert. Also denkt an die Nahrungsmittelspekulation, die stattfinden oder die Privatisierung von Trinkwasser und solchen Sachen. Also die Grundsubstanz angreift, ist natürlich immer die Frage, was ist eigentlich die reale Antwort? Und die reale Antwort, die ich persönlich sehe, ist etwas Ähnliches wie tatsächlich zur Zeit des Zerfalls der Sowjetunion, dass wir mit Sicherheit, und das werde ich noch erleben, den gesamten Besitz in Form von Coupons aufteilen werden. Und dann werden wir neu starten, und zwar in kleinen Einheiten. Du hast ja gesagt, dass Bezirke die höchste Einheit sind. Was würdest du dann mit Städten da, wie zum Beispiel Wien, weil die können sich nicht selbst versorgen? Am Land funktioniert das Konzept ja total gut, weil da gibt es Bauern, die was die Lebensmittel machen, aber in der Stadt gibt es das nicht. Wie würdest du das da machen? Gut, wie gesagt, da kann man man kann natürlich, weil die Bezirke die höchsten Instanzen sind, also nicht, dass dann nicht irgendwie Wechselwirkungen ergeben kann. Zum Beispiel dieser Bezirk hat etwas, das der Bezirk nicht hat. Dafür hat der Bezirk wieder was der andere nicht hat. Dass man da quasi ein Tauschgeschäft machen kann quasi. Dieser Bezirk kriegt das von dem einen Bezirk und der andere kriegt quasi das was der haben möchte. Das ist quasi nicht nur Geld, das einzige Zahlungsmittel, sondern auch Tauschgeschäfte stattfinden. Ja, aber dann vergleichen sie die Bezirke ja unweigerlich wieder miteinander, weil weil sie ja Konkurrenten sind, de facto wieder. Oder? Das ist ja wieder genau das Gleiche, nur dass es kleiner ist, wie die jetzige Weltgeschichte, also wie die jetzige Welt aufgebaut ist. Jetzt tauschen halt Österreich und Deutschland miteinander und dann tauschen halt nicht Österreich und Deutschland, sondern dann tauscht halt Floridsdorf mit Meidling. Oder? Ja, aber inwiefern ist das eine Konkurrenz dann? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, aber dann war es ja wieder. Eigentlich ist es ja dann genau das Gleiche, wie wir es jetzt haben, und das wollen wir doch eigentlich nicht mehr, oder? Nein, im Prinzip, so wie das hier, ist das eigentlich ein Geben und ein Nehmen. Okay, ich glaube, wir können jetzt haben, aber danke.
Okay, dann haben wir jetzt die letzte Frage. Ja, ich wollte nur noch sagen, also ich finde das Konzept von einer Regionalisierung der Wirtschaft durchaus sinnvoll und auch dass die Verwaltung in kleineren Regionen durchaus besser funktioniert, als wenn das jetzt große, weit entfernte Instanzen machen. Und ich wollte nur fragen, würdest du dir vorstellen, dass dann in diesen kleinen Bezirken diese Wirtschaft eher protektionistisch funktioniert? Und dann auch noch eine große Frage wäre, wie die Rolle des Kapitals wäre, also was für Möglichkeiten gäbe es zum Beispiel, um Kapital anzusammeln, weil ich würde mal sagen, um eine Marke wie Adidas oder um Medikamente zu entwickeln, müsste man jetzt mal 100 Millionen Euro aufstellen, gäbe es dann unterschiedliche Steuersätze in den Regionen, die würden ja dann wieder miteinander konkurrieren. Und dann war für mich auch noch so eine grundlegende Frage, wenn du jetzt von diesen Fonds sprichst, die dann quasi der Allgemeinheit dienen, ich sehe Konfliktpotenzial in der Frage, wie man das dann aufteilt. Also würde sich dann nicht wieder auch Lobbying und würden sich dann nicht auch wieder Parteien ergeben? Da hätte mich noch interessiert, was du da vielleicht ja noch überlegt hast. Naja, das wird ja im Prinzip, wie es aufteilt wird, je nach Bedarf. Jeder bekommt halt genauso viel, wie er braucht. Also zum Beispiel, wenn wir die Unternehmen hernehmen als Beispiel, die können dann ansuchen bei der Verwaltung, sie brauchen so und so viel Geldmittel für dies und das, für diese Ressourcen, diese Produktion, und bekommen eben das, genau diese Mittel dann von quasi aus dem Fonds, den ja die Gesellschaft bereitstellt. Genau, was war die zweite Frage nochmal? In den verschiedenen Bezirken gäbe es für das Geld eine andere Regelung oder gäbe es dann konkurrierende Bezirke mit unterschiedlichen Steueroasen, sage ich jetzt mal. Und genau, würdest du dir vorstellen, dass dann die Wirtschaft protektionistisch funktioniert? Weil ich finde das gut, also dass Wirtschaft regional funktioniert, wenn ich sehe schneller, dass es meinem Nachbarn schlecht geht, als ich sehe, dass die Kinder in Bangladesch leiden, weil mein T-Shirt 1 Euro kostet. Also finde ich, regionale Wirtschaft macht Sinn. Aber inwiefern hättest du dir da gedacht, dass das da funktioniert, dass nicht zum Beispiel der Nachbarbezirk durch Ausbeutung die T-Shirts jetzt um die Hälfte anbietet? Und wie funktioniert das im Austausch? Und dann hatte ich noch dabei die Frage, was ist, wenn man eine große Kapitalsammel Becken braucht, um zum Beispiel eine globale Marke zu launchen oder um Medikamente zu machen, was ja ein Bezirk jetzt nicht könnte, das war die Frage. Naja, wieder mal weggehen von dem ganzen... Dem naja, ich würde mal weggehen von diesem ganzen Globaldenken, weil... Warum? Im Prinzip können die Menschen in den einzelnen Gesellschaften oder diese Konzerne, wozu braucht es das? Dass ein Bezirk quasi ein Bezirk quasi mehrere andere Bezirke mit etwas versorgt. Warum? Im Prinzip ist es eine Volkswirtschaft, und im Sinne des Bezirks sollte es erstmal sein, seine eigene Volkswirtschaft aufzubauen. Mit dem, was dazu benötigt wird. Da braucht es keine T-Shirts jetzt, Konzerne, die T-Shirts produzieren und dann in andere Bezirke, Volkswirtschaften liefern. Im Prinzip soll es erstmal darum gehen, dass jede Volkswirtschaft, jeder Bezirk, jede Gemeinde, einmal fürs Allgemeinwohl, fürs Gemeinwohl, dass das Gemeinwohl der eigenen Bevölkerung mal im Vordergrund steht. Und im Prinzip, wozu braucht es da T-Shirts? Also im Prinzip, ja, wie soll ich sagen, dass man zuerst mal auf das schaut, was brauchen die Menschen eigentlich. Und die Menschen selber, sie organisieren sich ja selbst, die Menschen.
was brauche ich zum Leben, was brauche ich zum, damit es mir gut geht, damit ich glücklich bin. Und da sind wir wieder bei der ethnischen Frage, also der ethnisches Thema vom Juan und vom Robert vorher, dass man sich mal in erster Linie darauf fokussiert, was brauche ich, was braucht mein Nachbar, was braucht der innerhalb der Gesellschaft, damit es der Gesellschaft mal gut geht, in erster Linie. Ja, meine Frage geht an dich. Du sagst, die Abhängigkeit von der Erwerbsarbeit zu reduzieren, finde ich gut, aber gleichzeitig schaffe ich unglaubliche andere Abhängigkeiten, wenn du zum Beispiel sagst, okay, die Landwirtschaft ist völlig autonom, KI gesteuert, selbstfahrende Traktoren, irgendwo müssen dann die Mikrochips herkommen oder was auch immer, irgendwelche elektronischen Teile. Und da sind wir, wenn man jetzt die jetzige Wirtschaft anschaut, schon sehr abhängig von internationalen Konzernen, und das wird sich nicht jeder Bezirk in einer Kammer selber schnitzen können. Ja, also das heißt, das ist die Frage des Lebensstils schon auch. Also ich glaube, dass diese Automatisierung unserer Lebenswelt, dass die jetzt nicht so ein zwingender Parameter ist, den wir da ausgeliefert sind, und dass es da viele andere Teilbereiche gibt, die vielleicht auch zurück- oder Degrowth-Strategien sein können und jetzt nicht eine sich abhängig machen von Zulieferern. Man hat es eh gemerkt, Corona, aber wir haben viele Industrien nichts mehr produzieren können, dass wir ein kleiner Schalter vom Kühlschrank geführt wird, zum Beispiel. Naja, also die vielleicht etwas jetzt unpassende Bemerkung, weil man das gar nicht so auf dem Zettel hat. Es geht ja genau genommen um die Domestizierung von Mensch und Natur. Wenn du mal ganz dich zurückbeamst in die Zeit, wo der Mensch angefangen hat, da kannte er keine Zäune, er kannte keine Straßen, das hat er alles nicht gehabt, er wusste nicht, was Arbeit ist, er wusste nicht, was Besitz ist, er ist morgens aufgestanden, ist irgendwo hingegangen, hat sich was zu essen geholt. Da hat keiner gemeckert, das ist mein Baum, das ist meine Straße und so weiter. Die andere Sippe, lass mich zu Ende. Lass mich doch zu Ende. So, der Mensch bildet Sippen ab. Der Pierre Caltré, das ist ein Ethnologe, sehr ausführlich darüber geschrieben. Das nennt sich, könnt ihr nachlesen, sehr schön, Archäologie der Gewalt. Die Bildung von Sippen und der Streit um Ressourcen führt am Ende immer zur Gewalt. Es hat aber etwas anderes noch gegeben, was relevant ist für das Verständnis der Gesamtsystematik. Dass natürlich diese Leute nicht nur aufeinander losgehen, weil sie sich gegenseitig was wegnehmen wollen, sondern dass diese Art primitiven Völker, die es gegeben hat, sie auch darauf geachtet haben, dass keiner zu groß wird, also zu mächtig, um das Gesamte kaputt zu machen. Das muss man sich vorstellen wie eine Wiese, auf der etwas wächst. Und da gibt es ganz viele Kräuter, die wir heutigen Tags unterteilen in Unkräuter oder Nutzkräuter. Aber genau genommen hat alles seine Berechtigung. Aber diese Unterteilung in Gut und Böse, die Unterteilung in die, die arbeiten wollen oder die nicht arbeiten wollen, die Unterteilung dem einen, der was kriegt, also diese Segmentierung der Menschen nach Nutzwert führt ihm halt letztlich früher oder später zum Crash. Und jetzt könnte man natürlich sagen, dass dieser Weg, den ich beschrieben habe, da geht man jetzt einfach hin, nö, so ist es nicht, in keinster Weise, sondern meine Perspektive, die ich sehe, ist, dass der technologische Fortschritt alles ersetzen wird. Er wird die menschliche Arbeit komplett ersetzen, nicht heute, nicht morgen, aber in relevanten Teilen und vor allen Dingen dadurch die auskömmliche Erwerbsarbeit beseitigen. Das können zum Beispiel diejenigen nachvollziehen, die so in der Kulturbranche tätig sind. Immer mehr machen irgendwas, sind kreativ tätig, YouTube-Stars, Vimo-Stars, Leute, die am Computer Musik generieren, obwohl sie keine einzige Note lesen können und so weiter. Also und auch singen können, das ist gar kein Problem, kannst alle nachregeln. Die Technik macht es möglich, alles zu können, aber das führt eben halt auch dazu, dass nichts mehr an Wert produziert wird, sondern immer mehr Illusion von Wert. Und das, was den Menschen da rausreißen könnte, ist natürlich back to the roots,
Also dass man sagt, komm, wir machen jetzt wieder so ein bisschen was, aber das ist auch nicht unsere Natur, sondern wir werden das jetzt erstmal technologisch ausreizen und dann entweder bewusst, diese Entscheidung kann jeder als denkender Mensch treffen, für sich sagen, ich gehe freiwillig etwas zurück, nehme einen neuen Anlauf und die ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, da gehe ich weiter. Wie ein Spitzensportler, genau genommen, der Erfahrungswerte sammelt und daraus lernt und sagt, ich gehe mal zurück, nehme Anlauf und dann gehe ich durch die Mauer. Oder die anderen, die gehen einfach weiter, 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 gar kein Problem, lassen sich treiben. Und da werden die dann einfach irgendwann an das kommen, was man eine Schwelle nennt. Du kommst dann irgendwann nicht mehr weiter und dann kannst du dich dann eine Zeit lang dran abstrampeln und dann fällst du halt runter vom Niveau her. Und das hat es ja alles schon gegeben. Denk an die großen Imperien, die sind gekommen, sie sind gegangen und das, da werden wir auch keine Ausnahme machen. Aber das muss ja nicht immer schlecht sein, wieder kleiner anzufangen. Idealism prevails. Make the world a better place.